Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Formel 1 hat gestern die heiß ersehnte Fortsetzung ihrer Esport Series angekündigt und das mit einem höheren Preisgeld als jemals zuvor und Einstiegschancen für jeden Urheberrecht. Pexels.com 3. April 2019, 10.26 Uhr. Formel 1 hat gestern die heiß ersehnte Fortsetzung ihrer Esport Series angekündigt und das mit einem höheren Preisgeld als jemals zuvor und Einstiegschancen für jeden. Am 2. April kündigte der offizielle Twitter-Account des Formel-1-Spiels die F1 New Balance Series 2019 mit folgenden Worten an: Schnallt euch an und macht euch bereit zum Losfahren, die brandneue F1 New Balance eSport Series beginnt am 8. April. twitter.com/formula1game/status/11136353367422159 Doppeltes Preisgeld. Im Vergleich zu den vorherigen beiden Seasons des F1 eSports wird sich diesmal das Preisgeld für den letztendlichen Sieger sogar verdoppeln. Bei $500.000 liegt die Belohnung diesmal. Chancen auf das Geld hat jeder, der sich bis zum 8. April auf der F1 eSports Website zu den Qualifizierungsspielen anmeldet. Die Auswahlphase wird relativ lange anhalten, nämlich bis zum 29. Mai. Erst dann werden die Teilnehmer feststehen, die ab dem 17. Juli in der Pro-Draft-Runde mitspielen dürfen. Dort werden dann die weltbesten Spieler sich beweisen und zum eigentlichen Pro-Series-Event aufsteigen können. Im September und Dezember soll es dann 4 Live-Veranstaltungen geben. Kleiden wie die Esports-Profis. Kein Problem, der Sport1 Esports-Shop. Anzeige: Neue und alte Freunde schließen sich dem Turnier an. Wie schon in den Seasons zuvor wird die Schuh- und Lifestyle-Marke New Balance auch weiterhin der Hauptpartner des Turniers bleiben. So sollen alle Fahrer während den Live-Veranstaltungen mit Schuhen und Socken von New Balance vollständig ausgestattet sein. Fnatic verbleibt der Hauptsponsor, indem sie die Meisterschaft mit passender Hardware und professionellem Equipment ausstatten werden. Auch Codemasters und Gfinity setzen ihre Zusammenarbeit mit der Series fort. Neu und exklusiv ist dahingegen Just IntelliSport Co. LTD, das die Reihe vor allem im chinesischen Raum festigen und unterstützen will. Autorin: Caroline Meyer.